Also hier nochmals anschauen, welche Beute ich habe. Gras, ja, okay, Gold. Ab zweimal Gemälde. Ich gehe auf zweimal Gemälde. Das ist am einfachsten. Zweimal Gemälde. Panzerung brauche ich keine. Hauptdock, dann direkt rein. Bei Nacht mit Schalldämpfer. Und los, los, los. Also ich muss gar kein Zusatzloot außerhalb der Compound, außerhalb des Anwesens sammeln. Alles im Anwesen drin möglich dieses Mal. Gut, ich finde es so am einfachsten, einfach drüber. Und jetzt rein. Rein da und nochmals einen Schluck trinken. Schlüssel bisher. Ich habe den Schlüssel, wunderbar. Safe. Immerhin, das kann zwischen 20 und 90.000 sein. Erstes Bild.
Tasche halb voll. Muss ich nur hacken, zum Glück, weil ich hier unten bin. Da stimmt was nicht. Stimmt was nicht? Oh, das ging jetzt viel zu lange. Das ging viel zu lange. Das ging dafür ganz schnell. Eingesammelt und raus und weg. Ich war zu spät, scheiße. Mal schauen, ob ich da abbrechen muss. Es lief ja zu gut. Es lief zu gut. Wir werden gleich sehen, ob es da, ob ich noch unentdeckt bin. Ich bin noch unentdeckt, ist gut. Ganz, ganz knapp. Und geschafft. Gut, Zeit, kein Problem, unentdeckt. Ob es mein All-Time-Rekord gibt, das ist eigentlich die Frage. Das ist die Frage, deswegen wie bei 9 Minuten. Aber ich denke nicht, ich habe da ein paar Mal
lange gebraucht, leider. Lief nicht optimal. $7,51, doch, das ist Rekord für mich. Aber da liegt noch mehr drin, aber eben, es war jetzt wirklich optimal. Bilder sammeln, Schlüssel gefunden. Und es ist 14.54 Uhr, das heißt um 2 Stunden, 17 Uhr, 17.20 Uhr, 17.20 Uhr kann ich wieder starten, den Gaio Perico heißen.